Hallo lieber Löwe, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es in der zweiten Oktoberhälfte bei dir aussehen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Die Karten, die ich hier einsetze, findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar unter Übersicht aller Tarotkarten aufgeführt. Die heißen The Urban Tarot, sind unter T wie Theodor aufgeführt, okay? Also, schauen wir mal. Löwe, fangen wir erstmal mit der intuitiven Message an. Ich habe das Gefühl, dass da jemand ist, der die immer wieder am gleichen arbeitet. Die Arbeit an sich ist fruchtlos. Ja, es ist ein bisschen wie Sisyphus-Arbeit, die jemand hier verrichtet. Wir werden jetzt schauen, was das in Bezug auf dich bedeutet. Ja, was haben wir hier? Zwei der Schwerter. Okay. Schau mal, Löwe, es ist so. Es ist tatsächlich eine Sisyphus-Arbeit auf der Gegenseite im Gange. Ich sehe vor meinem geistigen Auge die Acht der Münzenkarte umgekehrt. Für jene, die es kennen, Acht der Münzen aufrecht ist, dass man wirklich was an etwas arbeitet und da Resultate entstehen. Umgekehrt bedeutet es, dass man Sisyphusarbeit betreibt und es wäre für dich besser, wenn du deinen momentanen Stand nicht von deinem Gegenüber abhängig machst und jetzt eine Entscheidung triffst. Ja, zwei der Schwerter. Es kann sein, dass du 10 der Münzen mit deinem Gegenüber haben möchtest. Ja, ist diese feste Beziehung mit Verpflichtungen und all das, das Maximale, das man sich wünscht. Aber eben dein Gegenüber betreibt da Sisyphusarbeit, kaut immer wieder die gleichen Dinge durch. Ja, also Dinge, die euch gar nicht voranbringen oder macht immer wieder die gleichen Fehler. Und zwar mit guten Absichten. Ja, ist nicht jemand, der, ja, der oder die hier immer wieder den falschen Weg geht. Nee, dieser Mensch will schon den richtigen Weg gehen, aber geht immer wieder dabei den falschen Weg. Willst du auf sowas warten, Löwe? Zwei der Schwerter? Turmsturz. Nö, ich warte nicht. Nach mir die Sintflut. Nach mir die Sintflut. Du entscheidest dich in der zweiten Oktoberhälfte gegen eine Person. Und zwar ohne, dass da irgendwas zwischen euch eskaliert wäre oder ähnliches, ohne dass die Gegenseite Schluss machen will oder ähnliches. Du merkst einfach, dass dein Gegenüber irgendein Problem hat, ja, und du willst das nicht zu deinem Problem machen. Ich will nicht politisch werden, aber es ist einfach ein Satz, der mir in den Sinn kommt. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal bei dir erwähnt habe. Da gibt es irgendwo eine Reportage auf YouTube, wo es um eine Diskussion zwischen Trump und Putin geht. Da geht es um diesen Datenklau und alles, den Trump Putin vorwirft. Und der Putin meint dort, dass Amerika einfach nur versucht, ein Problem eines kranken Kopfes in einen gesunden Kopf versucht zu pflanzen. Ja, das sind Probleme von einem kranken Kopf und du sagst ja, mein Kopf ist gesund und ich will nicht, dass das in meinen Kopf platziert wird. Jetzt ohne, ich will die Gegenseite nicht beleidigen, ja, aber ja. Das ist die Message, die durchkommt. Königin der Münzen. Es ist immer wieder die gleiche Geschichte. Es gibt dieses Jahr ungefähr 25 Legungen, ja, die ich in einer Legung hätte zusammenfassen können. Löwe, kaum ziehst du hier den Stecker, kommt hier die Festigung der Verbindung. Ja. Kaum lässt du das Ganze zusammenkrachen, kaum lässt du das Ganze untergehen,
kommt dein Gegenüber plötzlich zu Sinnen. Wir haben hier Königin der Münzen, das ist die Matriarchin. Plötzlich hast du deinen Thron wieder. Kaum lässt du diesen Thron zusammenkrachen, bekommst du es. Es ist so, wie wenn du die Idee. Moment. Du hast da eine Vorstellung davon, wie es zwischen euch ausgehen soll, im positiven Sinne. Sobald du das zusammenkrachen lässt, hat dein Gegenüber nichts mehr, woran er sie arbeiten kann. Weil du bist da nicht mehr dabei, du spielst da nicht mehr mit und kaum ist der Verlust da, kaum bist du weg, musst du unbedingt da sein, sagt dein Gegenüber. Kaum bist du weg, wird deinem Gegenüber klar, woran er sie arbeiten muss. Vorher war es Sisyphusarbeit. Der Stern. Ich will da wieder rein, sagt dein Gegenüber. Ich will da wieder rein. Weißt du, die Sache ist die, Löwe. So das Abwarten, ja, von Resultaten von anderen. So, dass sich abhängig machen von der Arbeitsweise, Vorgehensweise von anderen, ist nicht gerade eine Königin der Münzen Verhaltensweise. Eine Königin der Münzen schaut auf sich selbst, ja. Die Matriarchin hier. Stellt euch so die typische Mama-Figur in einem, so diese starke, meine ich, nicht die schlechten Mamas, die starke, gute, nährende Mama-Figur vor. Die nimmt die Sache selbst in die Hand. Die sorgt selbst für ihr Wohl, ja? Und das ist genau das, was du hier tust. Und kaum tust du das, ist dein Gegenüber außen vor gelassen und will hier wieder rein. Ja? Draußen in der Nacht ist dieser Mensch nun total verletzlich. Wir sehen hier eine Dame in Nachtwäsche. Ist ein bisschen aus einer früheren Zeit, wo Nachtwäsche gleich nackt war. Ja, also das ist eine sehr intime Wäsche. Und so nackt fühlt sich dann dein Gegenüber, sobald du ihn sie ausgesperrt hast. Ja, gar nicht erst darauf wartest, dass da Resultate kommen. Also ich frage mich manchmal echt, wenn ich so eben wenn ich Ach der Münzen, liebe Leute, ist eigentlich eine Jobkarte. Eine Jobkarte. Du hast da eine Excel-Tabelle vor dir und nun musst du das abarbeiten. Das ist Acht der Münzen. Oder du hast 10 Figuren, die du erstellen musst und dann arbeitest du an diesen Figuren. Das ist Acht der Münzen. Ich verstehe nicht, was Menschen mit Acht der Münzen in der Liebe tun. Woran arbeitest du? Was genau tust du da? Ein Liebesnest bauen? Okay, passt. Aber. Ja, was genau tut man da, wenn man an einer Beziehung arbeitet, oder man da etwas vorbereitet für die Beziehung, damit man so weit ist? Was ist das? Ha? 9 der Münzen. Ich habe vorhin vor meinem geistigen Auge 8 der Münzen umgekehrt gesehen. Kaum schmeißt du diesen Menschen raus aus deinem Leben, auch energetisch, nicht mehr an diesen Menschen denken da. Kommt dieser Mensch zu Sinnen und wird hier eben nicht mehr an etwas arbeiten. Ja, bei 9 der Münzen ist man bereit für 10 der Münzen. Bei 9 der Münzen will man dann eine Beziehung eingehen, eine Festigung eingehen. Es ist so, wenn du diesen Menschen so durchschüttelst, ja, und diesem Menschen klar wird, hey, warte mal, woran arbeite ich hier die ganze Zeit? Was ist das, dass ich immer wieder, immer wieder, immer wieder noch erledigen möchte, bevor ich da diesen Schritt mit Löwe wage. Ja, die Rollen können vertauscht sein, nicht vergessen. Und einfach noch zur Information: In meinem Ohr, in meinem linken Ohr piepst es gerade. Wenn es bei mir piepst im Ohr, dann ist das, weil die Message sehr direkt zu mir kommen. Ja, also das sind Messages, die so wie von der Hauptantenne kommen gerade. Okay? Ne? 4 der Münzen. Du
hast hier momentan die Oberhand. Ja, ich sehe dich das Ganze zurücklassen und zu deinem Leben zurückkehren, diesen Menschen außen vor lassen, auch energetisch. Dadurch, dass du diesen Menschen so rausschubst, will jetzt dieser Mensch hier wieder rein. Mit 9 der Münzen wird jetzt dieser Mensch plötzlich so aufgeschüttelt und merkt, oder, ey, warte mal, ich bin ja schon parat, da gibt es nichts, woran ich arbeiten muss. Mit 4 der Münzen hier wirst du ab jetzt vor allem präsentieren, was du zu haben hast, was du zu geben hast, ja. Aber es braucht Investitionen, sagst du, ja. Das hier ist Werbung, das sind 4 Münzen abgebildet, ist hier am Times Square. Hier geht es nicht darum, dass man etwas gibt, sondern darum, dass man zeigt, was man hat. Das ist das hier, ja. Ich kann dir Wärme geben, ich kann dir Geborgenheit geben, Stabilität geben. Man zeigt, was man zu geben hat, aber holen muss man es sich selbst und dabei die Münzen hier rollen lassen, die Rubel rollen lassen. Okay, bin jetzt gespannt, wie dieser Mensch agieren wird hier. Ja, also schauen wir mal. Ich sehe hier mit 9 der Münzen und 4 der Münzen die 13, Quersumme 13, das ist die Todeskarte. Es verändert sich grundlegend etwas beim Geben und Nehmen zwischen euch beiden. Und das ist etwas Gutes, weil ich sehe hier keinen guten Ausgangspunkt. Das heißt, es wird gut. Und auch auf der Todeskarte sieht man sowieso das Schlechte in Richtung Gutes reiten. Ja, Sonnenaufgang. Es wird wieder besser zwischen euch beiden. Es kann sein, dass dein Gegenüber irgendein Problem mit dem Selbstbewusstsein hatte. Mit seinem ihrem Selbstbewusstsein hatte und deswegen dachte, dass er sie noch an sich arbeiten muss. Ich weiß nicht, in welcher Form. Also 8 der Münzen ist eine materielle Arbeit. Also vielleicht sind das Schönheits-OPs, die dieser Mensch zuerst haben will, wollte oder mehr Lohn, mehr Geld haben. Hier ist eine sehr materielle Karte, oder? Und deswegen macht es nicht so viel Sinn in der Liebe, aber gut. Aber hier ist die Heilung. Ja, die Sternkarte steht gleichzeitig auch für Selbstbewusstsein, für Heilung, sich verletzlich zeigen können und. Und dadurch auch merken können, hey, ich bin nicht so schlecht, wie ich mir eingeredet habe. Ich kann hier Löwe durchaus was bieten. Okay, ich werde hier mit diesen Karten eine weitere Reihe legen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Gerechtigkeitskarte hier, es kommt eine zweite Chance hin zum Sonnenaufgang hier hinter dem Vorhang. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die keinen Kontakt haben, werde ich eine Zeitkarte ziehen. Da werden wir dann sehen, wann der nächste Kontakt stattfinden wird. Ja, dann haben wir da auch Zeitangaben. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute, macht's gut. Bye bye.